Gott sei Dank musste ich es noch nicht einsetzen. Die rote Karte und die gelbe Karte. Yo, was geht ab, Freunde, Meteor am Stern. Herzlich willkommen zum nächsten Video hier auf PMTV. Und heute geht's weiter mit dem nächsten Video zum meinem Schiedsrichteramt, was ich ja seit ein paar Monaten schon, oder Wochen, Monaten ausübe. Das erste Video kam mega bei euch an. Vielen Dank für euren Support, das freut mich wirklich extrem. Die ganzen Nachrichten auf Instagram, die ganzen Kommentare, Fragen dazu, die ich auch jetzt ein bisschen in diesem Video auch noch weiter beantworten werde. Einfach nur geil. Das macht mir echt Spaß, Freunde. Und ich werde heute so ein bisschen ein Fazit ziehen, weil ich habe jetzt 3 Spiele gepfiffen. Und im Titel wird auch vielleicht sowas stehen wie mein Fazit oder mein erster Aufstieg als Schiedsrichter. Denn ich glaube, das ist ein ganz normaler Weg. Aber ich habe jetzt mit D-Jugend angefangen, 2 Spiele. Habe jetzt auch schon C-Jugend gepfiffen. Und ich glaube, so langsam wird das. Und sobald ich mich im Jugendbereich auch eingefunden habe als Schiedsrichter, werde ich auch vielleicht bald Senioren pfeifen. Das kann sehr gut möglich sein. Und ich wollte euch auch mal mein Equipment zeigen. Habe ich ja im letzten Video schon angeteasert. Und haben auch viele geschrieben, dass ich mal zeigen soll, was ich so mit zum Platz nehme. Mein Trikot etc., Equipment, Schuhe, Stutzen, Hose, das werde ich nochmal in einem separaten Video, beziehungsweise in einem Video, wo ich dann vielleicht auch Platz ein bisschen mehr was zeige, werde ich euch das dort zeigen. Heute werde ich so das Kleinkram, also Kleinzeug, würde ich mal sagen, was jetzt jeder so als selbstverständlich sieht, aber ich glaube, ein paar Sachen werden vielleicht auch für euch neu sein, deswegen schreibt auf jeden Fall einen Kommentar, falls ihr Fragen habt, falls ihr Anregungen habt, sind auch viele Schiris dabei, die das gucken, deswegen freut mich immer wieder, Feedback zu kriegen, Tipps zu kriegen. Und beim letzten Video habe ich ja einen mega Fail gehabt, dass ich die Zeit nicht gestoppt habe, beim ersten Spiel. Es ist mir nochmal passiert, aber mir fällt das Gott sei Dank immer relativ schnell auf und ich kann das auch gut dann, die 15 Sekunden, die man da nicht drauf gedrückt hat, kann man dann auch gut dann selber noch im eigenen Ermessen nochmal nachspielen lassen oder halt selber dazu rechnen, man weiß dann ungefähr. Deswegen, ich werde euch jetzt mein Equipment zeigen und ja, das erste, was ich hier habe, ist eine Spielkarte, also da stehen alle Infos drauf. Hier seht ihr jetzt, ich weiß nicht, ob es jetzt scharf ist, jetzt seht ihr die Disziplinarstrafen, man schreibt vorher die Nummern auf. Nicht wundern, das war C9 Spiel, das heißt, die starten mit 9 Spielern statt 11, deswegen sind hier jetzt 2 frei. Auch ganz wichtig, dass ich jetzt hier keine persönlichen Daten habe oder so. Datenschutz lässt grüßen, deswegen sind einfach wilde Nummerierungen, die jetzt zu keiner Person zugeordnet werden können. Hier unten kommen die Auswechslungen hin und falls jemand eine gelbe Karte oder rote Karte, Zeitstrafe kriegt, würde ich das hier notieren. Des Weiteren auf der anderen Seite stehen einfach die Vereinsnamen und die Tore. Hier seht ihr, 2-0 ist ausgegangen, Halbzeitstand, Endergebnis, sowas notiert man und es wurden 11 Meter verschossen, dazu kommen wir auch noch gleich. So Sachen notiert man auf der Spielnotizkarte, so nennt man sie, glaube ich, korrekt genannt. Und ja, davon habe ich immer ein paar mit, weil die sind aus, wenn die nass werden, ist scheiße, deswegen habe ich immer ein paar auf Reserve dabei und habe dazu noch mein Mäppchen, wo ich Ersatzkarten noch drin habe, falls ich mal irgendwie was vergessen sollte. Und ich habe das dann immer so hier drin, dass das hier eingehangen ist und dann kann ich immer schön hier draufschreiben. Schreiben ist ein guter Punkt, wir kommen zum nächsten Punkt. Ich habe 2 Kullis immer mit, leider keine, die gleich sind, keine identischen. Ich muss da mal gucken, dass ich welche organisiere, weil irgendwie fuckt mich das auch selber ab, dass ich 2 Farben habe. Warum 2 Kullis? Der eine könnte kaputt gehen und da musst du was zum Schreiben haben. Das ist ein Punkt, den bedenken vielleicht gar nicht so viele. Habe ich beim Lehrgang auch am Anfang nicht gerafft, aber ist halt so. Und es könnte ja auch regnen und der eine Stift hört dann auf zu schreiben, was auch immer. Und was jetzt auch lustig ist, meiner Meinung nach, eine lustige Story, die ich aus dem Lehrgang auch mitgenommen habe. Und zwar Uhren. Habe ich 2. Warum 2? Ja, die eine Uhr könnte halt auch batterieleer gehen, kaputt gehen, wer weiß was, ne? Also man braucht einen Ersatz. Und mir wurde erzählt, dass der Urs Meier, kennt ihr vielleicht, ZDF, Schiedsrichter-Experte, ich glaube, der ist da immer noch, Schweizer Schiedsrichterlegende, FIFA, Schiedsrichter, alles Mögliche. Der hat wohl 6 Uhren oder so, 5 Uhren an sich beim Spiel immer gehabt. Das heißt, der hat eine links, eine rechts, dann was weiß ich, irgendwo an den Füßen noch, keine Ahnung, hat er Ersatzuhren tatsächlich wohl getragen. Finde ich krass,
Ich kann, drei kann ich noch nachvollziehen, aber mehr. Muss schon einiges zusammenkommen, dass da was kaputt geht. Meiner Meinung nach. Könnt ihr aber eure Meinung in die Kommentare schreiben. Finde ich schon lustig. Ja, dann kommen wir zu etwas. Selbstverständlich für einen Schiedsrichter. Gott sei Dank muss ich es noch nicht einsetzen. Die rote Karte und die gelbe Karte. Davon habe ich auch immer ein paar Ersatzkarten mit, weil falls ich mal irgendwie meine Tasche ausräumen sollte, dass ich es irgendwie vergesse oder so, wieder reinzuräumen, dass ich immer welche dabei habe. Ich, wie gesagt, ich musste bis jetzt keine Disziplinarstrafe verteilen. freut mich sehr, weil ich habe darauf gehofft wirklich, weil ich möchte nicht direkt irgendwie mit den Karten hier rumflitschen. Ich weiß aber auch, dass wenn es soweit kommen sollte, dass ich halt auf jeden Fall auch, dann auch konsequent sein muss und gegebenenfalls auch eine Strafe verteilen muss. Aber bis jetzt war es noch nicht soweit und da bin ich auch ziemlich zufrieden. Ich habe aber bis jetzt in 3 Spielen, habe ich auch schon 2 Elfmeter gepfiffen. Na, das ist halt auch so, ist eine gute Quote. 2-mal der Torwart den Stürmer gefoult. Aber ich glaube, das waren auch korrekte Entscheidungen, wobei ich auch ganz klar sagen muss, ich habe hier und da wahrscheinlich auch mal eine Fehlentscheidung gehabt. Das ist ganz normal, glaube ich. Ich bin auch nur ein Mensch. Und ich habe noch was, habe ich gerade hier hinten hingelegt. Muss ich mal kurz holen. Pfeifen habe ich auch 2. Wollte ich eigentlich noch mal ein Upgrade holen, weil die gefallen mir nicht so ganz. Mit so einer Schnur noch dabei, damit ich nicht immer festhalten muss. Dann kann ich hier so ein bisschen haben, dann muss ich nicht immer so machen. Da kann ich auch mal ein bisschen hängen lassen. Warum auch 2? Falls eine kaputt geht, nicht mehr funktioniert, was auch immer. Und muss ich mir auch noch angewöhnen. Habe ich schon ein paar Mal gemacht, aber nicht immer leider. Ich muss kräftig da reinpusten, weil die Leute müssen direkt wissen, ey, hier mit dem Schiedsrichter ist nicht zu spaßen. Dann habe ich noch 2 Sachen. Ich zeige erstmal das. Das ist Spesenquittung. Das ist für die Gastgebermannschaft. Der Schiedsrichter muss ja auch bezahlt werden. Es gibt Spesen- und Kilometerpauschalen. Da schreibt man ganz normal drauf, Spielleitung von welchem Spiel, welche Vereine waren beteiligt. Ja, ich glaube, ich kriege momentan 12 Euro Spesen plus Kilometer. Also man wird jetzt nicht reich dadurch, aber habe ich auch nicht erwartet. Es macht Spaß. Also ich glaube, ich habe jetzt bis jetzt 15 Euro, 25 Euro und 23 Euro irgendwie sowas bekommen bei den 3 Spielen. Kommt natürlich auch immer drauf an, wo das Spiel ist. Und ja, ist okay. Also ich will da auch gar nicht so viel erwarten. Aber es macht Spaß und dann kriegt man noch ein bisschen was dazu als Aufwandentschädigung. Ist, finde ich, in Ordnung. Und der letzte Punkt, davon muss ich mir, glaube ich, nochmal auf jeden Fall einen Ersatz bestellen, weil, falls ich den vergesse, dann muss ich halt irgendwie hier hinter den Armen welche Hand so die Platzwahl machen, die Wellmarke. Und jetzt ist ein Punkt, Freunde. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemerkt habt. Ich weiß nicht, ob man es hier sieht. Muss ich mal irgendwie so gucken, ob man das erkennt. Ich finde, die ist nicht gleichmäßig. Also, aber mir ist das aufgefallen bei vielen Wellenmarken von den Schiedsrichtern. Ich habe das Gefühl, die fällt öfters auf schwarz als auf rot. Also, dass schwarz oben ist. Das werden wir mal kurz testen, weil das interessiert mich. Wir gehen mal hier hin und wir probieren einfach mal. Okay, jetzt ist es auch direkt auf rot gefallen, aber ich habe auch nicht so richtig gedreht. So. So, es steht 1-1. Wir machen mal 5-mal. Okay, meine Theorie wird sich nicht bestätigen anscheinend. Hammerhart. Also das ist der Fail des Jahres. Aber ich finde, sobald sich die Marke richtig dreht, fällt sie öfters auf schwarz. Ihr könnt gerne mal kommentieren. Okay, jetzt ist sie auf rot wieder. So. Vielleicht kann ich auch einfach nicht werfen. Also, ich finde... So, wir wechseln nochmal die Perspektive hier rüber. Ich finde, Freunde, die fällt auffällig oft auf schwarz. Also, ich weiß es nicht. Ihr könnt das mal gerne kommentieren. Ist mir auch schon damals, also ich war jetzt nicht so oft Kapitän in letzter Zeit, aber ich habe immer aus Prinzip schwarz gesagt, weil schwarz immer öfters kommt. Für mich aus Gefühl, klar, die Chance ist eigentlich 50-50, aber das ist so mein Gefühl, Freunde. Deswegen schreibt das gerne mal in die Kommentare, schreibt gerne Fragen in die Kommentare. Viele fragen auch, Meti, wie kann ich ein Schiedsrichter werden? Wenn ihr in einem Verein schon aktiv seid, fragt im Verein, die bezahlen auch alles, übernehmen die Kosten und leiten euch an den Verband weiter oder sagen, wann die Schulungen sind. Wenn ihr nicht in einem Verein seid, habe ich auch schon eine Frage gehabt.
dann wendet euch an den Verband, an den jeweiligen Fußballverband, bei uns der Fußballverband Rheinland. Es gibt, glaube ich, 21 Fußballverbände in Deutschland, deswegen, ja, keine Scheu. Wenn ihr Bock drauf habt, macht es. Und ich kann es nur empfehlen, es macht echt Spaß. Ich freue mich über jedes Feedback, was ich von den Kids kriege, und bis jetzt war es echt immer positiv. Freut mich auf jeden Fall und ich bin gespannt, ob wir euch demnächst ein bisschen mehr zeigen können, vielleicht auch mal ein bisschen so Action vom Spielfeld rein, also vom Spiel, gefilmt vom Spielfeldrand. Da sind wir in der Klärung, dass wir sowas vielleicht nächstes Jahr hinkriegen. Ja, lasst auf jeden Fall ein Like da, schreibt einen Kommentar, wie gesagt, und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Und dann zeige ich euch ein bisschen mehr, vielleicht auch so ein bisschen vom DFB-Net. Könnt ihr schreiben, was ihr sehen wollt. Und ich bin jetzt raus, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, macht's gut und ciao.